Willkommen hier zurück bei Death Trash. So, und zwar hatten wir hier hinten noch ein paar Sachen. Ich bin jetzt hier gerade mal bei Tauris noch. In die Kotzbar kommen wir, wie gesagt, noch nicht rein. Wie wir schon gesehen haben, überall, wo hier dieser Rand ist, diese, ja, wir sind hier in einem großen Tal, so wie es aussieht, da kommen wir definitiv noch nicht hin. Aber vielleicht haben wir hier noch irgendwo, da oben hat gerade was geblinkt. Guck mal, da ist noch was. Ah, das ist aber einfach nur so gewesen. Okay. Und da auch. Ich glaube, das ist einfach nur zufällig. Was ist das denn da? Hexenfinger. Ah ja, nehme ich gerne mit. So, da ist auf jeden Fall noch was. Da will ich gleich hin. Ich will nur mal gerade gucken, ob hier vielleicht noch mehr Zeug ist. Oder ob das jetzt der letzte Ort ist, den wir... Oh! Da ist noch was. Da will ich, glaube ich, noch nicht hin. Oder will ich da hin? Warte mal, kann ich hier speichern? Ja, ich kann speichern. Da ist noch so ein zufälliges Begegnungsding. Ja, klar. War klar, aber ich habe gespeichert, falls wir jetzt hier sterben. Okay, Begegnung. Freund oder Feind? Wer seid ihr? Wir können fliehen. Hey, du kommst nicht aus der Gegend hier, oder? Nicht so wirklich. Egal, spielt eigentlich keine Rolle, woher du kommst. Ich bin auf der Suche nach einem Ort namens Tauris. Hab mich aber ein wenig verlaufen. Sollen wir dem trauen? Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Oje, oje. Wir haben gespeichert, ne? Weil ich habe Angst, dass der nach Tauris geht und da alle umbringt. Ist gerade in dieser Richtung. Wunderbar. Dann mache ich mich auf den Weg. Neue Quest verlaufen. Lost Wanderer. Okay, warte mal. Du hast eine... Oh, das war eine Frau. Entschuldigung, ich habe gerade gegen das Mikro geschlagen. Du hast eine Frau getroffen, die sich auf dem Weg nach Tauris verlaufen hat. Ja gut, die ist ein bisschen erkältet. Entschuldigung, jetzt habe ich dir eine männliche Stimme gegeben. Ja, man, ich habe schon in den Kommentaren auf Steam gelesen, in den Rezensionen, dass Leute sich beschwert haben, dass man manchmal nicht sieht, ob es Männlein oder Weiblein ist. Ich habe mit Sicherheit den einen oder anderen die falsche Stimme gegeben. Aber gut, dann ist das eben so. Ich meine, es muss jetzt nicht heißen, dass die... Oh Gott, Anomalie. Scheiße. Ich glaube, das ist wieder so ein Kampf, ne? Ich glaube, Anomalie ist wieder... So ein Kampf von mehreren Fraktionen. Oder? Ich frage mich halt, wieso das Anomalie heißt. Okay, ist hier überhaupt jemand? Oh, scheiße. Oh, shit. Frau Schmidt. Okay, hier ist irgendwie gar keiner. Sie sind bestimmt da irgendwo. Oh je. Fremder. Okay. Ich glaube, wir haben Glück. Oh. Sollen wir die mal zusammenführen? Hey! Hi! Aua! Ah, scheiße! So,
Ich helfe euch auch, ne? Oh, scheiße. Oh nein. Ich habe auf die anderen auch drauf geschossen. Ich glaube, es war nicht so gut. Naja, gut. Ich hoffe, ich komme dafür nicht in die Hölle. Jetzt kriege ich wenigstens ein bisschen Zeug. Das ist auch okay. Schlachterball. Ja. Ja, naja, gut. Ich hätte vielleicht mit dem Nahkampf draufhauen sollen. Scheiße. Aber gut, hey, wir kriegen das ganze Zeug. Aua. Das tat weh. Ja, jetzt haben wir sie alle getötet. Ja, passiert, ne? Schade. Schade, schade, schade. So, Schwert. Zerlegen. Schade, Schokolade. Ja, gut. Hilft ja alles nichts. Hilft alles nichts. Schade. Ich hätte das gerne unblutig beendet. Also zumindest für uns, ne? Die haben sich ja relativ gut bekämpft. Also Anomalie bedeutet dann wahrscheinlich zwei Fraktionen, die irgendwo sich zusammenfinden. Weiß ich das auch schon mal. Hexenfinger. Okay, so. Wegkreuzung sind wir auch schon gewesen. Dann gehen wir jetzt noch da oben hin. Ne, da will ich nicht lang. Das ist was. Ich weiß nicht, was das ist. Nein, nicht schon wieder. Oh. Das ist ja schlimm. Leute, ich will doch nur da oben hin. Seid ihr freundlich? Nein, sind sie nicht. Hier, komm, ich muss auch nicht alles mitmachen. Wo geht's hier raus? Ich muss auch nicht jeden Scheiß hier mitmachen, ganz ehrlich. Scheiß auf den Loot. Jetzt komme ich nicht an denen vorbei, ne? Oh, scheiße. Ja, das ist ja kacke. Ich will hier nicht meine Granaten verschwenden. Okay, ich versuch's nochmal andersrum. Ja, ich kann mich hier vorbeischleichen. Sehr gut. Ciao. Nee, ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen Verschwendung von Ressourcen dann. Na, auch wenn wir dann was kriegen und so, aber nee, ganz ehrlich. Dann gehe ich lieber nochmal hier hin. Und danach gehen wir noch zu dem roten Punkt, weil der bleibt nämlich. Das ist sehr verdächtig. Ruinen von Orlon. Okay. Hatten wir jetzt eigentlich noch eine Quest? Wir hatten nur noch das mit dem, ne? Wir können die Frau in Tauris gleich vielleicht nochmal treffen. Na schön. Ruinen von Orlon. Ich will den da oben kriegen. Und zack, jawoll. Sehr gut. Die lassen gar nicht mehr so viel Fleisch fallen, habe ich das Gefühl, ne? Dass so weiter wir kommen. Am Anfang war mehr Fleisch. Früher war mehr Fleisch. So. Ich glaube, ich habe im Notfall noch eine Schrotflinte zum Zerlegen. Natürlich. So, die kriegen wir jetzt aber mit einem Schlag down, habe ich ja schon festgestellt. Komm, komm, komm. Wumm. So. Oh nein, giftig. Entschuldigung. Schnell raus. So, wir können die Schrotflinte noch zerlegen. Und das war's erstmal. Okay. Und ich glaube, das Dosenfutter wird keine besondere Bedeutung haben. Oh, sehr gut. Okay, erstmal hier ein bisschen was tamen. So, jetzt haben wir schon wieder zwei Fleischwürmer. Die würde ich gerade mal töten. So, dann haben wir da noch ein bisschen Platz. Haben wir vier. Okay. Schnauze. Boah, macht der einen Schaden. Huch.
So, ihn hier würde ich ausschalten. Ah, wir können mal... Oh, hat das Schaden gemacht? Ich glaube, das hat ihm sogar Schaden gemacht, das Einfrieren. Oh, das ist ja nice. Okay. Okay, ich werde das andere definitiv verkaufen, den Schock. Der ist dann zu schlecht. Ich will das Einfrieren behalten. Das ist ja super. Das ist ja richtig klasse. Ich würde halt gerne noch die okkulten Sachen zeigen, aber ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen. Weil wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die okkulten Sachen, die können wir machen, und wir können die technischen Sachen machen. Das finde ich sehr gut. Ich würde natürlich gerne beides zeigen. So, wie sieht's aus, Freundchen? Wie sieht's aus? Wir haben noch zwei Granaten, ist aber da, glaube ich, ein bisschen schwierig. Oh, das Einfrieren ist super. Hat jetzt bei dem zwar nicht so viel Schaden gemacht, aber egal. Inventar ist schon wieder voll. Revolver. Oh, warte. Okay, zerlegen. Ich sehe gerade was. Wieso habe ich denn bitte die Rüstung nicht angehabt? Das sehe ich ja jetzt erst. Warum habe ich die Rüstung nicht angehabt? Kein Wunder, dass ich die ganze Zeit so viel Schaden nehme. Das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Die war die ganze Zeit hier im Inventar. Kein Wunder, dass wir allzu viel Schaden nehmen. Warum habe ich die nicht angehabt? Verlieren wir die vielleicht, wenn wir sterben? Dass er die auszieht? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, sorry, Leute. Oh, nee. Das ist ja richtig ätzend. Ja, gut. Kann man nicht ändern. Habe ich irgendwie nicht bemerkt. Tut mir leid. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Ich denke nämlich die ganze Zeit, wir nehmen so viel Schaden. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ne, die Körperrüstung bringt irgendwie nichts mehr. Ja, weil wir die im Inventar hatten und nicht angelegt. Boah, wie scheiße. Entschuldigung. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Ich muss mal drauf achten, wenn wir sterben, vielleicht zieht er die dann aus oder so, weil ich habe die definitiv angezogen, als ich die gekauft habe. Oh, hier ist ein Aufladeautomat. Das ist cool. Die Fokusenergie können wir hier aufladen. Die Ruinen von Orlon mögen mir wohl gefallen. Boah, das ärgert mich gerade ein bisschen, ne, mit der Rüstung. Das ist ja ein bisschen scheiße. Aber gut, können wir nicht ändern. So, Blip. Was ist ein Blip? Zieht die Aufmerksamkeit von anderen Charakteren und Kreaturen auf sich. Ah, damit können wir Leute ablenken. Grelle Träume. Durch Träume schwimmen. Auftauchen, erkennen, realisieren. Am Ufer werden die Werkzeuge niedergelegt. Alles für die Wissenschaft und Aufstieg. Okay. Flammenwerfer. Jetzt weiß ich auch, wo der Feuerschaden herkommt oder die Resistenz. Und wir haben schon wieder eine Energiewaffe aufgenommen. Zerlegen. Ein Flammenwerfer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir brauchen dringend mehr Inventarplatz. Das ist ja schrecklich. Hier findet man ja wirklich allerhand. Das war das Ding. Im Süden ist noch was. Da ist noch ein bisschen Müll. Und hier waren wir auch noch nicht. Da ist auch noch was. Ich habe gerade was gehört. Ja. Ich würde gerne mal den Flammenwerfer ausprobieren. Wie viel Schaden macht denn der? Streuung 01. Schaden 1,5. Aber der lässt die bestimmt brennen, oder?
Oh, kleine Pistole können wir zerlegen. Ich probiere den mal aus. Mal gucken, was passiert. Moin, Leute! Oh, scheiße, ich muss nachladen. Okay, gegen die ist der Flammenwerfer echt scheiße. Ja, gegen die ist der echt scheiße. Entschuldigung, aber gegen die macht er wirklich gar keinen Schaden. Der ist zwar ganz nice, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, den würde ich eher verkaufen. Das ist so schade, ne? In den meisten Spielen sind die Flammenwerfer echt kacke. Das ist echt so schade. Und ich weiß noch nicht mal wieso, weil wenn du als Mensch von einem Flammenwerfer getroffen wirst, ich glaube, dann machst du erstmal nichts mehr. Wenn du volle Lotte getroffen wirst. Ne? Oder auch angesenkt, also... Ich weiß nicht, ich finde bei den meisten Games, die es so auf dem Markt gibt, sind die Flammenwerfer die schlechtesten Waffen. Und das ist echt schade. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Es gibt vielleicht das ein oder andere Spiel, wo das nicht so ist, aber naja. Ich habe bisher noch kein Spiel gehabt, wo das irgendwie mal einen guten Punkt hatte. So, wir gehen dann gleich noch zu dem roten Kreis. Ich würde erstmal noch ein paar Sachen verkaufen. So, Zentrum. Und die Frau müssen wir gleich noch besuchen. So, wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Den Flammenwerfer, ja, sorry, aber... Halt. Den werde ich loswerden. Den Blip behalte ich, glaube ich, erstmal. Das Dosenfutter... Eins zumindest verkaufen. Den Revolver habe ich noch nicht einmal eingesetzt. Ich bin mir bei den Schusswaffen wirklich nicht sicher. Also mit dem Hammer fahren wir gerade sehr, sehr gut tatsächlich. Mit dem Hammer fahren wir sehr, sehr gut. So, Gewehrpatronen, Patronen brauche ich noch nicht. Habe ich bisher noch nicht gebraucht. Granaten habe ich noch. Habe ich noch zwei Granaten? Ja. Wir können ja vielleicht noch eine Granate kaufen. Dann haben wir drei. So, drei ist eine schöne Zahl. Und ich würde gerne hier den Schock loswerden. Den Schock würde ich gerne loswerden. Dafür muss ich den aber, glaube ich, erst ablegen, ne? Ich glaube, ich muss den erst ablegen. Wo habe ich den? Hier. Ablegen. So, verkaufen... Ich kann ihn gar nicht verkaufen. Oh, schade. Ja gut, dann ist das so. So, dann würde ich gerne mal den Okkultismus testen. Habe ich wieder ein Level up? Ich habe das eben gar nicht mitbekommen. Ich muss mal gerade gucken. Huch, scheiße. Sorry. Ich habe das eben gar nicht mitbekommen, ob ich wieder ein Level... Sag mal, was mache ich denn da? Entschuldigung, unkonzentriert gerade. Ich wollte ins Inventar. So, ich wollte ins Inventar, weil ich wollte gucken... Wir sind kurz vor dem Level-Up, nicht mehr viel. Okkultismus. Wir brauchen einmal mehr Okkultismus für die ganzen Sachen. Ja, na gut. Das sollte jetzt aber nicht so schlimm sein. So, Flammenwerfer weg. Und... Gewehr. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen soll. Ich bin mir echt unsicher, Leute. Ich bin mir super, super unsicher. Das gegen Feuer. Wenn wir dann irgendwas mit Feuer kriegen, würde ich das definitiv machen. Revolver. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Weil man die Sachen noch nicht weiß.
So, einfrieren. Das auf keinen Fall kaufen. Anziehungskraft, verschwinden. Fleischige Legion. Beschwört eine Legion aus Fleisch. Je mehr gerne. Ja, das ist richtig geil. So, das ist dann halt die Sparversion davon. Und hier Feuerzirkel. Das ist richtig cool. Setzt Gegner in der Nähe in Brand. Und der Geistschlag. Der klingt auch nicht schlecht. Da brauche ich allerdings Cybertech 2. Ja, gut. Und verschwinden ist natürlich auch cool. Gegner verlieren dich aus den Augen. Das ist besser, wenn man schleicht. Das ist definitiv besser, wenn man schleicht. So, pass auf, Körper. Den Schock lege ich mal ab. So, das ist... Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Ah, das ist Rücken. Wie ist das denn hier mit dem hier? Ich will mal gerade was gucken. Das ist ein Implantat, okay. Das heißt, ich kann das hier als Fähigkeit benutzen. Verstehe. Na gut. Ich guck mal gerade nach der Frau, ob die hier irgendwo ist. Vielleicht am Platz hier irgendwo. Wir haben ihr ja auf jeden Fall geholfen. Die wollte nach Tauris. Wisst ihr noch, wie die ausgesehen hat? Ja, ich weiß es noch, wie sie ausgesehen hat. Sie war blass. Sie war sehr blass. Hier war der Kotzwettbewerb. Du bist das nicht. Und oben haben wir noch den Fleischhändler. Das war es dann aber hier auch schon mit dem Marktplatz. Na, da ist der Fleisch verkauft. Oh, warte mal. Kann ich dem vielleicht... Das ist zwar ein bisschen... wäre zwar ein bisschen skurril, aber kann ich ihm vielleicht das vegane Futter verkaufen? Das Dosenfutter? So, die Frau ist definitiv nicht hier. Ne, die ist nicht da. Weil wo sonst außer hier auf dem Stadtplatz soll sie denn sein? Tatsächlich der einzige Ort, wo ich mir vorstellen kann, wo sie sein könnte. Es sei denn, die hat sich hier irgendwo in ein Haus geschlichen. Das kann natürlich auch sein. Glaube ich aber nicht. Da war der Roboter. Im Bunker vielleicht? Ich würde jetzt vielleicht aber auch erstmal zur Anomalie gehen. Also zu dem rot leuchtenden Etwas, da würde ich noch gerne hingehen. Mal gucken, was da so abgeht. Ich habe auch gerade eben noch mal kurz über die Waffen nachgedacht, ne? Es könnte ja sein, dass vielleicht die Schusswaffen bei bestimmten Gegnern ja besser funktionieren als bei anderen und dass es dann vielleicht doch Sinn macht, die zu behalten. Ich weiß es aber nicht. Der Flammenwerfer hat ja zum Beispiel bei dem einen Mutanten eben wunderbar funktioniert, bei dem, der immer so schnell ist. Da war es tatsächlich schlecht, weil der ist ja immer ausgewichen. Da hat es nicht so gut geklappt. Oh je, will ich da wirklich hin? Ich weiß es noch nicht. Anomalie. Aber eine, die nicht verschwindet. Die ist immer da. Oha. Naja, immerhin noch ein paar Hexenfinger. Ja, ich hätte euch gerne die Sachen gezeigt mit der
mit dem Okkultismus, aber ich habe nicht genug gerade für Okkultismus auszuführen. Ich glaube, wir gehen noch einmal zum Mortus gleich, kurz in den Bunker, weil ich will wissen, was ist das für ein Geräusch? Seid ihr böse? Ja, sind böse. Irgendwas schlachtet hier die ganze Zeit. Haben die mich entdeckt? Nee. Ich glaube, die gucken sich um. Fremder. Gut, die können wir gegen die kämpfen lassen. Das ist schon mal. Ja, machen die auch gerade. Oha. Haha, das war geil. Kann ich die heilen? Das wäre schön, ne? Wenn ich die heilen könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. Kleine Pistole. Feueropal. Oh, haben wir lang keine mehr gehabt. Aber leider können wir ja Feueropale nicht für teuer Geld verkaufen, haben wir schon festgestellt. Na, vielleicht kommt das ja noch. Okay, hier ist nichts mehr. Schade, ich dachte, hier wäre so ein fetter Gegner vielleicht mal oder sowas. Aber Loot tut natürlich auch gut. So, wir haben noch die eine Quest mit der Frau. Die muss irgendwo in Tauris sein. Ich gehe gleich in Tauris nochmal gucken, ob wir die noch irgendwo finden. Boah, waren das nur die zwei? Oh, schade. Da könnte noch was sein. Ich gehe nochmal runter. Ich könnte die Unschuldigen noch töten, aber ich lasse die, weil die haben mir geholfen. Oh, warte. Moin. Erinnerungsstück. Wir können noch leveln. Oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Ganz ehrlich. Scheiße. Mir fehlen 12 EP. Oh Mann. Das ist das schade. Nee, hier ist nichts mehr, Leute. Da waren wir. Da oben ist nichts mehr. Nee, komm, wir gehen. Wir würden gern Hause. Wir würden gern weg. Gut. So, bei dem einen kamen wir noch nicht rein. Das war hier bei dem... Warte kurz. Bei dem... Nicht Bunker 17, sondern beim Roten Wald. Da gab es ja diesen Bunker. Und da kamen wir ja nicht rein. Hier bei dem Roten See könnte ich vielleicht nochmal gucken. Und da oben, ob es da noch was gibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt alles gesehen haben. Was ist da oben noch? Geht's hier noch irgendwo hin? Nee, da geht's nicht weiter. Ich glaube, wir haben alles entdeckt. Da ist noch was zum Mitnehmen. Oh, Aventurin. Aventurin, das ist doch diese Fußballmannschaft, oder? Oh, hier war ich noch nicht. The Perished Ones, da oben. Da gehen wir noch hin. Da gehen wir definitiv noch hin. Das schaue ich mir noch an. Ich muss aber erst zeuglos werden. Wir haben zu viel Zeug dabei. Ich will auch mal gerade gucken. Ich habe jetzt wieder ein paar Waffen dabei. Ob die Waffen nicht mehr bringen, wenn man die verkauft. Und ich hoffe, ich habe der Frau geholfen, den richtigen Weg zu finden. So, Revolver, kleine Pistole. Die bringt 14. Naja, gut. Nicht so viel, ne? Revolver. Handgranate. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich die Schusswaffen behalten soll. Ich weiß, ich gehe euch damit bestimmt auf den Sack. So, Schnaps weg. Gut, dann Waffen. Brauchen wir alles nicht. Die Crafting-Rezepte sind ein bisschen low-bob leider. So, ich hätte gern irgendwas, was vielleicht mehr Tragekapazität bringt.
So, Cybertech, warte mal, das ist Okkultismus, ne? Und das ist Okkultismus 1. Na, wir können uns den halt mal holen, ne? Aber da brauche ich Okkultismus 2 für. Geistschlag, Cybertech 2. Flächenangriff mit psychischem Schlag. Das ist schon geil. Das klingt richtig cool. Ich hab's mal gekauft. So. Brauche ich natürlich Cybertech 2, ist klar. Aber wir leveln ja sowieso gleich. So, wie sieht's mit meiner Energie aus? Voll. Gut, das wollte ich wissen. Ja, ich weiß wie gesagt nicht, wo die Frau ist. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht ist die hier oben. Ich hoffe, ich habe die richtig gemacht, ne? Die Quest, weil die haben wir noch hier drin. Die hat sich auf dem Weg nach Tauris verlaufen. Aber hier waren wir eben auch schon, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, wo die Frau hingegangen ist. Keine Ahnung. So, Leute, ich muss leider nochmal die Folge beenden. Und bei der nächsten Folge schauen wir uns hier oben den Spaß noch an. Weil irgendwas ist hier noch bei dieser riesigen, riesigen Maschine. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir da finden werden. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann.